beim Confederations Cup, bei dem heute also Vicente del Bosque mit Spanien auf Bora Milutinovic und den Irak trifft. Und die Spanier, sie taten sich in den ersten 45 Minuten sehr, sehr schwer, sich überhaupt Torchancen zu erspielen. Das die erste für Fernando Torres. Aber Mohamed Kassid, der irakische Torhüter, war vor dem spanischen Superstar am Ball, der ja noch dreimal gegen Neuseeland getroffen hatte. Schön hier der Lupfer von Xavi, aber Kassid vor Fernando Torres am Ball. Dann die nächste Gelegenheit für den Europameister gegen extrem defensiv eingestellte Iraker. Die beste Chance durch David Villa. Aber er trifft nur das Außennetz. Der Mann vom FC Valencia, der nächstes Jahr in Madrid, Barcelona, wir wissen es nicht, spielt. Das ist die beste Gelegenheit. Und dann gab es noch einen Schuss aus der zweiten Reihe durch Santi Cazorla. Einer von 4-9 in der Startformation des Europameisters im Vergleich zum Neuseeland-Match. Aber auch dieser Ball schlägt nur von hinten ans Netz. Kleine Überraschung zur Pause. Spanien 0, Irak 0. Zweite Halbzeit gleich hier.